Ja, Freunde, ich habe hier herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Pressetraining für die Special Fight Edition Nummer 1, Series Nummer 1. So, an den Namen ist man gewöhnt. Wir fangen mit dem Damenkampf an. Nicole Schäfer ist leider krank geworden heute, deswegen machen wir nur die rote Ecke hier. Danach werden wir ein paar Aufnahmen oder ein paar Trainingssequenzen von Ayumi gegen Kamara sehen. Lars von Wies, Bösemann und Manuels. Ich rufe direkt in den Cage unsere Vertretung hier aus der Kirche, aus dem Kirche, Lorena Kubero. That's rich. Not a lick, for real. Don't trust the soul that's on my hip, for real. Make a move and you get hit, for real. No pictures by the crib, for real. Can't let them know just where I live, for real. Okay, wir haben jetzt Fight Week. Das ist die Nervosität. Steigt natürlich bei allen Kämpfern. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich sehr gut. Dankeschön. Ich fühle mich wirklich sehr gut. Ich bin sehr motiviert. Ich freue mich auf den Kampf. Ich hoffe einfach, dass wir beide gut da rauskommen. Ich wünsche uns beiden das Beste. Es wird etwas brauchen. Alles klar. Prognose, magst du die jetzt abgeben, nachdem du jetzt hier bei der Pressekonferenz hat Amadi ein paar harte Schläge zugesichert. Wie gut bist du vorbereitet? Ich sehe in deinem Gesicht, das sieht nach Sparring aus, das sieht nach harten Einheiten aus. Bist du gut vorbereitet auf deine Abschläge? Absolut, das war kein Kaffeeklatsch, was wir da gemacht haben. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich gehe hier rein, um zu gewinnen. Ich freue mich. Eine abschließende Frage, wie fühlt sich der Cage an? Was ist der Unterschied, ob man im Boxring oder im Cage spielt? Genauso gehört wie im Boxring. Hauptsache Sport macht. Alles klar, vielen, vielen Dank und einen riesen Applaus hier für Ayuni. Ja, dann möchte ich Amar bitte hier im Cage. Ein riesen Applaus hier für Ich krieg sowieso Schläge. Nur aufwärts. Ja. Dann kriegst du vielleicht den Nicky mit dahinter. Mach das. Nochmal. Genau die Schläge, die gerade passiert sind, die reichen normalerweise schon. Aber wir machen noch ein bisschen, wir tun noch ein bisschen was drauf. Ey, gleich bin ich fertig und kommt auf jeden Fall eine Ansage an jemanden, der hier sitzt, der Nächste, der vor die Flinte kommt. Abend zusammen. Das war auf jeden Fall aufwärmen. Sehr gut. Du hast aber nur einen Kampf. Ja? Ja. Ich dachte, das sollen zwei Kämpfe sein, aber korrekt. Einer geht auch. Wir starten mal mit einem. Das sah heute richtig gut aus, aber vor ein paar Wochen, als wir uns das erste Mal hier gesehen haben, auch dein Kontrahent, das war alles noch so ein bisschen eckig kantig. Jetzt ist das ganz schön rund geworden. Und ich glaube, du hast eine neue Liebe entdeckt. Ich habe ja sowieso immer eine Liebe für Boxsport. Aber da ich jetzt jemanden vor die Flinte kriege, hat man natürlich ein bisschen mehr Bock drauf und haut natürlich ein bisschen mehr rein, ne? Ja, das konnte ich bei deinem Gegner auch sehen. Also auch Ayuni hat sich da extrem verbessert, würde ich jetzt einfach mal aus den Augen der Laien auch mal sagen. Wenn du das sagst, dann ist der Profi. Es ist 5 Week, ist ein bisschen Anstand da? Nachdem ich gesehen habe, was der gerade gemacht hat, ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Vielleicht ein bisschen Publikumsdruck, ist normal, glaube ich. Aber wenn der so in den Ring kommt, wie er gerade da stand, knall ich den weg. Da wird nicht viel geredet. Das ist meine Ansage. Wie fühlt sich der Cage an? Der Cage fühlt sich cool an. Ich habe noch eine persönliche Angelegenheit. Für meinen nächsten Kampf, wahrscheinlich dieses Jahr, sitzt hier jemand im Publikum, der im Internet eine Meinung vertritt, die mir nicht so gefällt, der auch anscheinend Boxer ist, mit Bösen und auch schon ein paar Boxvideos gemacht hat. Zu meiner Linken, schöne Grüße an den Stefan war das. Steven, ich habe auf jeden Fall für dich ein Angebot. Sportliches, mit Respekt, kein Hass. Wenn du magst, Ende des Jahres ungefähr, hätte ich Bock drauf. Ich denke mal, wird bestimmt sehr schön. Wenn du Lust hast und deine Meinung auch privat vertrittst, die du im Internet sagst, würde ich dir gerne mal auf den Zahn fühlen, wenn wir im Ring sind. Dann hast du auf jeden Fall meinen Respekt verdient. Ja? Mit Respekt alles, ne? Kein böses Blut brauchen wir nicht, wir sind Profis hier, Triple A, JMC. Wir wissen alle, das sind Profis, hier ist kein Rambazamba wie auf der anderen Veranstaltung.
rein sportlich, ich will gerne wissen, ob du was drauf hast. Und wenn du Lust hast, kannst du mir das zeigen. Immer mit Respekt. Jawohl, da haben wir schon mal die Ansage hier an Steven. Wenn Steven was sagen möchte, darf er natürlich gerne dazu äußern. Ansonsten. Komm rein! Komm rein! Das sind sportliche Bühne, deswegen sportlich kann jeder reinkommen. Darf auch gerne sportlich sich zu Steven äußern. Hallo Steven, willkommen. Viele Leute wissen das wahrscheinlich, ich habe eine laufende Revision und sollte ich am Ende des Jahres noch nicht zurück in Haft sein, kann man darüber reden und dann schauen wir mal. So. Alles sportlich, alles gut, deswegen. Alles ist im Internet, was einmal drin bleibt, kommt nicht mehr raus. Hoffen wir, dass sie nicht in den Knast muss. Und dann sehen wir uns durch. Das Thema ist durch, aber kommt drauf an, wann. Okay, wir drücken die Bewegung für dich, damit du draußen bleibst. Danke. Bitte. Okay, ja, schön, dass wir alles haben, wir hier ein zweites hier. Dankeschön, ja. Aber erst einmal haben wir da nächste Woche den 6. Mai vor uns und beide sind fit, beide sind gewillt, hier glaube ich, diesen Kampf für sich zu entscheiden. Wir freuen uns riesig drauf, das sah auch richtig gut aus hier. Ein riesen Applaus hier für Ahmad und Ayuni. Nur ich bin kaputt. Zeit. Am Anfang habe ich 36 Minuten gebraucht und der letzte Lauf war bei knapp 12, 13 Minuten sowas. Sehr eindrucksvoll, sehr eindrucksvoll. Es ging steil den Buckel hoch und genauso steil auch den Buckel wieder runter. Also können wir sagen, du bist konditionell in Hochform? So sah es zumindest da beim Lauf aus? Ich bin konditionell in Form, ja. Auf jeden Fall. Ich bin gut vorbereitet, ich bin guter Dinge. Es ist auch der einzige Kampf, der über 5 Runden geht. Da muss wieso? Wir sind alle gewöhnt, wer will das sagen? Der rein gewöhnt die anderen Kämpfe, deswegen wird es über 5 Minuten und hier ist auch in allen großen. Du meinst 5 Runden oder 5 Minuten? Was fünf Runden? In der Pause, 2 Minuten. Okay. Aber 5 Runden ist natürlich auch sehr konditionstreibend und ich denke mal, das gehört mit zu deiner Vorbereitung. Ja.
Ich meine, in den letzten 6-7 Wochen mit der Vorbereitung mit meinem Trainer haben wir insgesamt 200 Sprengungsrunden gemacht. Und die Sprengungsrunden, die gingen 3 Minuten. 3 Minuten wurde normal Standard. Geht mal voraus mit 30 Sekunden Pause. Also 2 Minuten ist, weiß ich nicht. Es wird raus sein, wir freuen uns aber auf einen top durchtrainierten Bösemann hier. Und du siehst gut in Shape aus. Deine Schläge waren sehr präzise und hart. Wir freuen uns auf den Kampf. Es ist Fight Week. Deine letzten Worte, die darfst du gerne übernehmen. Wie fühlst du dich in den letzten Tagen? Vorbereitung ist, glaube ich, beendet. Jetzt geht es im Grunde nur noch aufs Eingemachte. Das Schöne ist, Gewicht machen müsst ihr auch nicht. Wieso nicht? Weil wiegen ist doch Open End. Du brauchst keinen Weight Cut machen. Also, ja, das sowieso nicht. Aber wiegen ist auch nicht, glaube ich. Natürlich, wiegen ist am Wirken, aber das schöne Schwergewicht ist hier wie die letzte Woche ist völlig entspannend. Die Trainingseinheiten werden runtergefahren, man darf essen, so viel man will, weil man eben im Schwergewicht ist. Ja, das sowieso. Und in diesem Sinne, ein riesen Applaus hier, wir wünschen euch viel Erfolg und dir natürlich. Über die Runden bringen kannst, dann ist es unheimlich schwer, an dich ranzukommen. Du hast letztes Mal gesagt, die Bühne sollte man den Profis überlassen. Aber wenn ich ja ehrlicher sagen darf, du würdest im Schwergewicht, glaube ich, ganz weit kommen in Deutschland. Ach. Ich glaube, hier sitzen ganz viele Boxprofis auch an Bord. Und wenn man dich bewegen sieht, so auf den Beinen, das ist schon sehr schwer, an dich ranzukommen. Ist das im Training auch so? Ja, also wie gesagt, ich hasse hochmütige Sachen und deswegen. Ich mag Boxen, ich liebe Boxen, das ist immer eine große Leidenschaft von mir gewesen, aber es ist nicht meine Passion. Ja. Ich bin Musiker und dieses Boxding machen wir jetzt so, weil es Spaß machen soll. Die Leute sollen entertained werden und deswegen, was soll ich hier sagen? Also man wird auf jeden Fall interessieren, ich möchte dir auch nahelegen, also so Boxen auf jeden Fall weitermachen, das sieht sehr, sehr schön aus. Auch, Dankeschön. Auch deine Mindbewegung mit deinem Trainer, das ist also, man sieht, dass es nicht erst seit 4 Wochen so läuft, dass du das schon etwas länger machst. Und es ist aber schön, dir zuzuschauen, du machst es sehr, sehr gut. Ist das für jemanden mit deiner Statur im Schwergewicht
Weißt du, kennst ja selber, irgendwie gibt nicht viele Leute, die so leicht Füße bewegen können, deswegen braucht man gar nicht tief stapeln. Du machst das wirklich sehr gut. Und, also für ein Schwergewicht, gut ab, ist das einfach eine geile Beweglichkeit. Danke. Ich sehe immer sehr viele, ich weiß nicht, ob eine Taktik von euch ist, mit nackten Händen gegen Sandsäcke zu hauen. Das ist nicht üblich so, man schont natürlich ein bisschen, die Trainer, die wissen es, aber ich sehe dich immer wieder. Ist das eine Momentaufnahme für ein Video oder ist es so, dass du öfter auch ohne Handschuhe an den Sandsack gehst? Nee, meine letzten, also das sind meistens die Dinger nach dem Training erst. Und das so ein bisschen für die Gelenke zum Abhärten auf einen weichen Sack, so ein bisschen antitschen, so für die Gelenke ein bisschen zum Abhärten. Ist jetzt nicht zum voll reinhauen, ja. Dann wird das wird schmerzen und wäre nicht gut. Sowas macht man nur, wenn man eben sehr, sehr oft und lange mit einem Sandsack auch liebkostig. Also man merkt, du hast den Sandsack her, du bist da dran. Heute hat es keine Bandage dran, aber ich glaube mal, wenn so Schwergewichte eben hinlangen, dann tut es mir auf der einen Seite weh und dann auf der anderen Seite. Auch kein Fan von Bandagen oder ist das? Doch, Bandagen schon, aber jetzt hier für so ein bisschen bewegtes Bild haben wir auf die Bandage kurz verzichtet. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf den Kampf, weil, wie gesagt, es ist, glaube ich, auch ein Kampf der Taktiken. Wenn ich jetzt der Trainer von der einen oder anderen Seite wäre, würde ich ein bisschen studieren und sagen, ich würde sagen, würde man versuchen, der kleinere Mann muss in den Infight kommen und mit kurzen, harten Haken natürlich auch an deinen Körper gehen, dir die Luft zu nehmen. Du bist leichtfüßig, wirst wahrscheinlich ihn davon abhalten. Sollte auch der Fall sein, bei dem Infight hat er nochmal seine Vorteile und auf der Distanz bist du's. Habt ihr da so einen Gameplan oder lässt du das einfach auf dich zukommen? Also erstmal zu dem anderen Trainer zu sagen, ich habe sehr viel Respekt für den anderen Trainer, er ist ein sehr renommierter Trainer. Und weil er halt ein renommierter Trainer ist, wird er natürlich seinem Mann sagen, er muss versuchen ranzukommen und der andere wird versuchen auf lang zu bleiben. Das ist ja Standard, das sieht man ja sofort. Ne? Und was mich angeht, ich komme aus dem Thai-Boxen, das heißt, ich komme im Infight auch sehr gut klar. Ne? Und wir gucken einfach mal. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Weißt du, wenn ich merke, was auf mich zukommt, ich habe auf jeden Fall für alles eine passende Antwort studiert, auf jeden Fall. Ja, ich meine, Side Week, die letzten Tage, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, Weight Cut müsst ihr nicht machen. Also das Schwergewicht so in unserer Sportart beschäftigt sich jetzt immer mental um den Kampf. Zielrichtungen sind klar, jetzt muss man gucken, wer dem anderen so ein bisschen seinen Stempel aufdrücken kann, sportlich, lange Distanz oder kurze Distanz. Wie sieht es mit deiner Kondition aus? Ich habe dich hier auch vor ein paar Wochen gesehen, dass wir uns da kurz unterhalten. Du hast, glaube ich, um einige Kilos hast du dich erleichtert. Ja. Du siehst heute viel fitter aus, durchtrainierter. Es ist schön, ja, auch beide gut zu sehen. Bösemann habe ich gesehen, der hat einen brutalen Lauf gehabt. Also das ist ein Lauf gewesen. Habe ich gedacht, alles klar, der Kollege läuft auch hier die 5 Runden, wenn er Glück hat, durch. Ja. Und du siehst jetzt auch fit aus auf 5 Runden. Kann man sich auf 5 Runden einlassen? 5 Runden, 10 Runden, 2 Runden, 1 Runde. Ich kann das wohl immer wieder. Ich kann das wohl immer wieder sagen. Auch wenn manche Leute das vielleicht als eine Floskel sehen oder so, aber ich meine, ich bin davon wirklich überzeugt von dem, was ich sage. An diesem Abend wird genau das passieren, was Gott vorgesehen hat. Und nichts anderes. Und deswegen können wir nichts machen, außer uns vorzubereiten und dann gucken, was das Schicksal hier geschrieben hat. Und das passiert. Ganz einfach. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Ja, das sind klare Worte. Ja? Braucht man, glaube ich, auch gar nicht lamentieren. So ist es geschrieben, so wird es man sehen. Ich kann von unserer Seite nur sagen, wir als GMC, wir haben ja sehr viele Athleten im Cage gehabt, ein Abus Magomedov und so weiter, der bei UFC-Camp, die Liste ist sehr, sehr lang. Am Anfang war ich ein bisschen kritisch der ganzen Sache gegenüber. Du hast dich selber auch kritisch geäußert. Ihr seid keine Profis und so weiter. Ich kann einfach nur sagen, ich habe riesen Spaß. Wem gegenüber? Allen gegenüber hat man dann gesagt, du seist kein Profi oder ihr selbst habt euch ein bisschen als andere verkauft, ihr seid keine Profis und so weiter, man sollte so, nicht okay, den Profis überlassen. Ja. Das ist ganz klar, es ist aber so, dass ihr euch mittlerweile, wenn ihr gut durchtrainiert habt, Ahmad Ayoumi hat man es auch gesehen, technisch von den Profis gerade nicht unterscheidet, weil ihr habt euch alle richtig gut darauf vorbereitet. Wir freuen uns riesig darauf, das Ganze sportlich zu sehen. Ich hoffe, ihr genauso und bis zum 6. Mai das abschließende Wort hast du. Wir freuen uns, wie gesagt, das wird ein Leckerbissen für Zuschauer. Auch die, die meinen, ihr könntet nicht boxen. Ja, die meinen, wir könnten nicht boxen, die sollen hier reinkommen und das dann erstmal vormachen, dann machen wir nach. Und dann alle anderen, die das gucken, wir sind so gut wie ausverkauft. Wir haben noch ein paar VIP-Karten, aber für die, die nicht dabei sein können,
checkt euch auf jeden Fall den Fight Pass. Genießt das Ding mit der Familie, das wird ein riesen Event. Wir haben sehr viele Freunde, Bekannte und auch Fans, die vorbeikommen werden. Das wird ein riesen Teil hier. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann am Samstag, am 6.5. Prost. Es war uns eine Ehre, euch zuzugucken. Dankeschön. Und für die Zuschauer, die hier nicht dabei live sind, wir haben auch ein paar Live-Acts hier. Es macht Spaß, es wird eine Freude sein. Wir haben einen Mix aus K1 MMA und Boxen hier mit einem schönen Main-Event. Es wird auf jeden Fall technisch auf einem sehr, sehr guten Level hier sein. Da bin ich von überzeugt. Es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern auch. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Einreise und ich freue mich auf den 6. Mai. Danke. Okay.